In diesem Video möchte ich eine kurze Einführung in VoiceMeter und virtuelle Audiokabel geben. Das ist ein super wichtiges Thema, weil bei jedem digitalen Kommunikationsaspekt ist die Audioqualität, die Audioeinstellungen, die man da vornehmen kann, einfach das Um und Auf. Ja, das, was man sieht, Video, ist gut. Ja, kann natürlich helfen irgendwie bei der Kommunikation, sieht auch manchmal einfach richtig fancy aus, aber jetzt rein von dem, was transportiert wird, ist das Audio einfach viel, viel wichtiger. Das heißt, egal was du da jetzt probierst zu tun, irgendwie gute Lehre zu machen, einen guten Stream zu machen, vollkommen egal, wichtig ist mal Audio und dass die Audioqualität passt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das mit Hardware grundsätzlich schon mal, dass du ausgestattet bist und dass du so ein bisschen grundsätzliches Verständnis hast, vielleicht was für das Audio wichtig ist, also auch, dass es nicht zu viel Echo gibt und so weiter. Und möchte jetzt hier quasi das nächste Level eröffnen, was man denn so tun kann mit Audios. Und zwar, ich möchte dir hier zeigen einen Weg, um quasi sowas wie ein virtuelles Mikrofon zu erzeugen. Ja, also ich verwende diesen Ausdruck deshalb, weil man ja zum Beispiel auch bei OBS eine virtuelle Kamera erzeugen kann, wo man quasi das Bild so zusammenstoppeln kann, wie man sich es vorstellt und eben das nicht nur das ist, was die Webcam liefert. Und so ähnlich ist es auch hier. Also ich gehe jetzt mal hier durch dieses Mischpult hier durch, möchte aber vorher noch kurz etwas sagen zur Software. Also VoiceMeter ist eine Windows-Software, gibt es in verschiedenen Größenordnungen. Es gibt quasi, ich glaube, das heißt nur VoiceMeter, das ist quasi die Standardversion. Die schaut praktisch gleich aus wie das, hat nur, ich glaube, zwei Spalten hier, zwei Eingänge weniger. Dann gibt es VoiceMeter Banana, das ist eben das, was du hier siehst. Und dann gibt es noch VoiceMeter Potato, das ist nochmal ein bisschen größer. Da gibt es noch mehr Eingänge und Ausgänge. Ja, wie schaut das grundsätzlich so aus? Wie kann man das einrichten? Also das Wichtigste zu verstehen ist eigentlich mal hier oben. Da beginnen wir mal bei A1 bis A3. Das sind nämlich die Ausgänge. Das ist eigentlich super simpel, ja. Wird uns auch nicht wirklich viel beschäftigen, aber ist trotzdem mal wichtig zu verstehen. Ich möchte quasi hier zum Beispiel sagen, okay, meine Ausgabegerät 1 ist der Lautsprecher. Ja, die stehen hier links und rechts zwei Boxen hier einfach, und ich habe auch noch definiert ein A2 zum Beispiel, könnte ich das sagen, ja, da würde ich jetzt gerne das haben, was an meinem Audio Interface angeschlossen ist, und das sind Kopfhörer. Ja. Was ich jetzt tun kann dann in weiterer Folge, ich habe zwei Output Kanäle hier, Hardware Output zumindest, wir haben noch zwei andere, da komme ich dann später drauf zurück. Und da kann ich steuern, was zu dir hingespielt wird. Also zum Beispiel, ja, du siehst hier, gibt es diese A1, A2 Markierungen immer. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel so einstelle, und du siehst hier oben schon, komme ich gleich noch mehr drauf zurück. Ja, da steht zum Beispiel Spotify. Wenn ich jetzt Spotify laufen lassen würde, würde das zu beiden Kanälen hinkommen. Würde ich das aber zum Beispiel das A2 weggeben, die Kopfhörer weggeben, würde es jetzt nur über die Lautsprecher kommen und eben nicht über die Kopfhörer. Und nur, um dir vielleicht noch einen Gedanken zu geben, warum man das überhaupt machen kann, was ich sehr gerne mache, ist zum Beispiel, dass ich das, was meine Zuhörer, Zuhörerinnen hören, zum Beispiel bei den Kopfhörern habe, also wie ich genau dasselbe, was zum Beispiel auch bedeutet, das Mikrofon, ja, dann habe ich nämlich den Monitor, ich höre alles so, wie es das du hörst, wenn du jetzt bei mir irgendwie im Seminar sitzen würdest oder eben dem Stream zuhörst. Und bei den Lautsprechern allerdings, da kommt nur das, was ich auch wirklich hören mag. Also zum Beispiel, üblicherweise mag ich mich nicht selbst hören, während ich spreche. Ja. Okay, also das ist mal der erste Schritt. Das kannst du mal hier definieren. Und dann schauen wir uns die Inputs an. Und da gibt es ein paar Dinge, die ich noch zusätzlich dann, glaube ich, erzählen werde müssen. Also, als erstes würde ich dir mal empfehlen, ein Mikro anzuschließen und das gleich hier mal auszuwählen. Übrigens immer WDM wählen, wenn das verfügbar ist für dich. Das ist, was ich so mitbekommen habe, qualitätsvollste Art und Weise oder Treiber, der dahinter steht,
über den man die Audioeingänge hier und auch die Ausgänge hier anschließen sollte. Und vor allem, aber das ist die Überregel quasi, auf jeden Fall konsistent bleiben. Ja, also wenn irgendein Gerät etwas nicht unterstützt zum Beispiel, bitte dann alle auf irgendwas anderes umstellen. Okay, was ich jetzt hier machen kann, du siehst, während ich spreche, geht hier auch der Beagle auf. Du siehst, das haben wir schon ein bisschen diskutiert, wir wissen, wohin das geliefert wird. Also es wird weder zu A1 noch zu A2, A3 habe ich gar nicht definiert, hingeleitet, sondern nur zu B1 und B2. Das sind quasi virtuelle Output-Kanäle, was ich vorher schon gesagt habe. Ja. Bei meinem Mikrofon ist es auch so, da gibt es zwei Eingänge für links und rechts. Und wenn ich das nicht mit Mono aufnehme hier, dann hörst du das jetzt wahrscheinlich nur von einer Seite, je nachdem, wie du vielleicht auch die Abgabe hier eingestellt hast. Also lasse ich das lieber in Mono wiedergeben, so, damit man es wirklich schön bei beiden Ohren noch hört, zum Beispiel, wenn du das per Kopfhörer hörst. Wir haben hier alle üblichen Funktionen auch, die es so gibt, bei Mischpulten, also Solo-Funktionen, Mute, also dass man entweder diesen Kanal mutet oder dass man eben nur diesen Kanal hört. Und wie du siehst, habe ich hier auch ein paar Einstellungen getroffen, die die Stimme leicht, ich würde mal sagen, optimieren. Ich hoffe, dass es zumindest optimiert wird. Es ist eine wirklich geringfügige Änderung, wie sich das anhört, so vom Echo, von der Tonqualität her. Und ich habe hier auch ein kleines Gate gelegt, das heißt, dass eben kleinere Töne vielleicht nicht so durchkommen und erst bei einer gewissen Schwelle eingesetzt wird. So, das ist mal natürlich super unspannend, was ich gesagt habe hier, bis auf diese kleinen Spielereien wie Mono und vielleicht dieses Gate anzusetzen, ist es ja im Wesentlichen einfach so, dass wenn ich jetzt eine Aufnahme starten würde, was man übrigens testweise auch hier machen kann, dann würdest du genau dasselbe hören, wie wenn du einfach nur das Mikro angeschlossen hast. Aber den Vorteil, den ich hier eben noch habe, ich habe auch mehrere Kanäle hier. Ich habe auch zum Beispiel hier OBS verlinkt, da zeige ich auch gleich noch, wie das geht, und Spotify. Und ich kann jetzt quasi hier einfach Spotify starten, die Musik, Musik starten, und du kannst sie dann zum Beispiel über mein Webinar, über meinen Stream hören. Und da ich hier auch die Lautstärke regeln kann, könnte ich die sogar so schön hinten im Hintergrund laufen lassen, während ich drüber hier auf dem ersten Kanal quasi etwas sage. Übrigens, kleiner Tipp, ja, immer wenn du einen Doppelklick auf irgendetwas machst, was man hier verstellen kann, dann wird das auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Ja, also wenn du dich mal verklickst oder so, kein Problem, das geht ganz, ganz schnell wieder zurückzunehmen. Okay, das ist jetzt mal so der Grundaufbau. Ja? Also du kannst dir schon vorstellen, alles wo ich hier zum Beispiel B1 angebe, ja, das wird dann letztendlich hier in einem digitalen, virtuellen Mikrofon, wie ich es genannt habe, auch ausgegeben. Und alles, was ich bei B2 eingegeben habe, das ist einfach ein zweites Mikrofon, wenn man so mag. Und jetzt möchte ich noch herzeigen, wie man zum Beispiel Spotify hier anschließt. Ja. Da brauchst du sowas, was ein virtuelles Audiokabel genannt wird. Kannst du auch von der VoiceMeter Website bekommen. Du siehst sogar, ich habe hier mehrere. Ich habe manchmal 3 bis 4 im Einsatz. Das braucht man üblicherweise nicht. Aber du kannst dir das einfach so vorstellen. Okay, Spotify schließt du jetzt wirklich mit einem Kabel an, hier rein. Und von hier geht es dann weiter, wo immer du dieses virtuelle Mikrofon einfach im Einsatz hast. Ja. Wie schaut das dieses Kabel aus? Wie stellt man das ein? Das ist eigentlich ganz simpel. Du klickst hier auf den kleinen Lautsprecher und gehst auf die Soundeinstellungen und dann hier unten App Lautstärke und Geräteeinstellungen. Weil was du dann hier findest, ist, dass für jedes App ein separate Ausgabe und Eingabe eingestellt werden kann. Und du siehst, hier habe ich immer den Standard eigentlich ausgewählt, außer zum Beispiel eben bei Spotify, wo alles, was von Spotify kommt, nicht über den Standard-Output geht, sondern über dieses Kabel A. Und hier steht Kabel A Input, ja, also Spotify ist der Input für dieses Kabel. Und wenn dort der Input ist, ganz klar, hier ist es der Output. Ja, also super simpel, das eigentlich anzuschließen. Und alles, was ich jetzt, wenn ich jetzt Spotify aufdrehe, ich mache das mal hier kurz nebenbei, du wirst es dann hier auf dem Balken hier sehen, wie sich der bewegen wird. So, jetzt drehe ich auf. Genau.
Jetzt siehst du, dass sich hier etwas bewegt. Perfekt. Test erfolgreich absolviert. Ja, dann bleibt nur mehr folgende Frage über. Wie verwende ich jetzt erstens das, um selbst etwas zu hören? Und wie verwende ich das, um jetzt in irgendeiner Software etwas aufzunehmen? So, kommen wir mal zur ersten Frage. Und zwar hat das damit zu tun, was ist denn hier eigentlich eingestellt? Wie du siehst, hier stellst du ja normalerweise ein, wo das jetzt direkt hingeht, ob das jetzt die Boxen sind, die Kopfhörer oder was auch immer. Das ist bei VoiceMeter nicht so, weil du ja durch VoiceMeter sogar zu mehreren gleichzeitig liefern kannst. Also das Einzige, was du hier eigentlich einstellen musst, ist VoiceMeter Input. Ich würde dir auch empfehlen, das gleich mal als Standard zu definieren, dass VoiceMeter Input immer der Standard Output ist. Und du siehst schon, dieses Input-Output, das ist ein bisschen verwirrend. Deswegen mach einfach das, was ich hier eingestellt habe, das funktioniert. Beziehungsweise, wenn du mal was probierst und es funktioniert nicht so, wie du dir das vorstellst, überlege, ob vielleicht Input und Output falsch herum ist. Ja. Es ist ein bisschen verwirrend, aber um das zu erklären, was das hier bedeutet, ist das alles, was so am Computer sich tut. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube gehe und mir ein Video anhöre, dann wird das ja quasi hier an den Input geliefert. Also so wie mit der Spotify-Idee vorher, ja, der Computer, YouTube in dem Fall, ist der Input dafür. Und der Output, was ist der Output? Der Output ist diese Spur hier. Ja, also alles, was so geliefert wird, das kommt einfach daher. Man könnte auch einen zweiten Kanal verwenden, einen zweiten virtuellen Kanal. Das wäre dann der hier, die werden dann immer mit AUX noch abgekürzt. Das ist einfach ein zweiter Kanal, den du zur Verfügung hast. Ja, ist jetzt nicht sonderlich wichtig, konzentriere dich mal auf den ersten einfach, also VoiceMeter Input, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Live-Webinar bin und ich möchte das jetzt als Mikro verwenden. Ich starte jetzt hier mal meine Einstellungen einfach nur, Audio- und Video-Settings. Dann wäre es hier gut zu schauen, was es hier gibt. Ja. Und da gibt es hoffentlich einiges, was jetzt gar nicht in Frage kommt, einfach weil es jetzt nichts mit VoiceMeter zu tun hat oder eben zum Beispiel, dass das Kabel ist, wo wir schon wissen, das haben wir für was anderes verwendet. Und dann gibt es hier VoiceMeter Output und VoiceMeter AUX Output. Also genau wieder dasselbe eigentlich, wie ich hier schon beim Input auch gesagt habe. Ja, es gibt den VoiceMeter Input und AUX Input. Genauso ist das hier auch. Ja, das sind einfach diese zwei Kanäle, die hier angesprochen werden. Ja, das ist hier der erste, also quasi der, wo nichts dabei steht, und der zweite ist es der mit AUX hier, also das wäre quasi B2, und so können wir einfach bestimmen, was soll denn hingeliefert werden. Wie du es jetzt hier siehst zum Beispiel, ja, alle Spuren B1, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Spotify aufdrehe und gleichzeitig rede, dann kommt das zu B1 hin, aber nicht zu B2. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Ich starte wieder Spotify und wir schauen einfach hier auf diese zwei Spuren, ja, wie sich die unterscheiden. Ja, also ich hoffe, du siehst, das hier spiegelt sich hier wieder und bei B2 sehen wir nichts. Und jetzt ist halt die Frage, was möchte ich denn meinen Teilnehmer, Teilnehmerinnen so zukommen lassen. Ja. Ich habe meistens AUX eingestellt, insofern, dass wenn ich Spotify mal dazu schalte, ja, dass ich das auch wirklich manuell bewusst machen muss, ja, damit ich mich da einfach nicht verdunkeln kann und dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen hier nicht etwas hören, was jetzt gar nicht für sie bestimmt ist. Aber das kannst du natürlich so einrichten, wie du magst. Wichtig ist nur eben zu verstehen, okay, das eine ist der Kanal, das Output, und der andere ist der Kanal, und du kannst das eigentlich komplett so bestimmen, wie du willst. Du kannst da eben auch noch Möglichkeiten, Sachen einzustellen, ja, wie das genau oder was da genau ankommen soll. Du hast da wirklich eben diese ganzen Möglichkeiten, die einfach so ein Mischpult normalerweise liefert. Ja, und das war's eigentlich schon. Ja, ich meine, das ist recht viel. Das gebe ich schon zu, wenn man das zum ersten Mal macht. Und es ist
Das möchte ich auch fast sagen, sehr wahrscheinlich, dass wenn du das jetzt probierst umzusetzen, dass es vielleicht nicht sofort funktioniert. Einfach weil es doch recht komplex ist, das mal so beim ersten Mal zu verstehen. Ja? Aber bitte entweder stell eine Frage, ich helfe gerne weiter. Aber sonst auch bitte einfach ausprobieren. Ja, es ist nicht super komplex, mit ein bisschen Trial and Error kommt man eigentlich sehr, sehr weit. Und was ich eben persönlich am Anfang ein bisschen verwirrend fand, ich habe es eh schon gesagt, ist dieses Input-Output-Ding. Aber ich hoffe, dass ich das in diesem Video auch ein bisschen rübergebracht habe, auf eine Art und Weise, die verständlich ist oder wo es dir hoffentlich verständlicher wird, als es mir am Anfang war. Insofern wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß mit deinem neuen virtuellen Mikro.